wir haben ja noch einen Besucher, eine Besucherin, die ein ganz tolles Filmprojekt für junge Mädchen in Mannheim oder junge Mädchen. Ah. Okay, dann muss das Ruth Hutter sein, ist das richtig? Hey, yeah, dann komm doch mal bitte zu uns. Komm doch mal zu uns. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie aus ihrer Tasche rauszaubert. Vermutlich ein Flyer von... Oh, ich glaube, wir haben Werbung. Ja, das ist Zeit für Werbung. Das ist der richtige Zeitpunkt für Werbung für Girls Go Movie. Ja, einfach mitten rein. Andreas, danke. Ja, Girls Go Movie. Eigentlich ist in dem Titel ja schon alles gesagt, aber so zwei, drei Worte kannst du noch vielleicht dazu bieten. Girls Go Movie ist ein Kurzfilmfestival für Mädels von 12 bis 16, 17 bis 25 aus der gesamten Metropolregion. Und alle können mitmachen. Es ist alles kostenlos. Workshops, Technik, filmische Beratung. Und es hat jetzt gerade, die Anmeldeschluss ist gestern um und haben sich wahnsinnig viele Mädels angemeldet. Und am 17. Mai ist Abgabeschluss und am 27. Juni ist die Präsentation in einem Mannheimer Kino. Okay. Wir sind nicht werbefrei, deswegen darfst du den Namen des Kinos jetzt sagen. Das kann ich dir noch nicht sagen, weil die Kinos reißen sich gerade um uns und wir müssen überlegen, in welches wir gehen. Wow, das hört man gerne. Das hört man gerne. Melden sich die Mädels da alleine an oder im Team oder in verschiedenen Funktionen oder wie muss man sich das vorstellen? Sind das Filmemacherinnen-Teams? Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt viele Einzelne oder zu zweit, zu dritt, zu viert, zu zehnt. Ganz freiwillig oder von irgendwelchen auch Institutionen und Du bist künstlerische Leiterin, ist das richtig? Ja. Und machst es auch schon ein paar Donnerstage, ne? Ja, also im sechsten Jahr jetzt. Findet zum sechsten Mal. Wie bist du dazu gekommen? Durch die Karin Heinl, das ist eine Veranstalterin von Girls Go Movie und wir haben irgendwie früher zusammengearbeitet und dieser Girls Go Movie ging aus diesen Mädchenfilmtagen hervor und sie sagte dann, sie will das irgendwie professionalisieren und hat mich dann gefragt, ob ich da mitmache. Und da haben wir irgendwie relativ klein angefangen. Damals habe ich auch noch alle Workshops gemacht und mittlerweile haben wir einen ganzen Stab von Mitarbeiterinnen, die die Workshops machen. Und ich mache sozusagen noch die filmische Beratung, alles was zur Präsentation und alles, was in diesen künstlerischen Bereich fällt. Um das mal so ein bisschen fühlen zu können, Größenordnung, vor 6 Jahren, wie viel Teilnehmerinnen gab es, wie viel sind es heute? Also man muss ja immer unterscheiden zwischen denen, die sich anmelden, das ist erstmal unverbindlich, und die dann nachher abgeben. Und ich glaube, am Anfang waren es so 25 Anmeldungen. Also 25, das umfasst dann vielleicht so 50, 60 Mädels. Und abgegeben haben dann irgendwie 17 und heute sind es ja noch geheim eigentlich, aber ich sag mal so. Uns guckt keiner. Also es waren ungefähr 100 Anmeldungen, das heißt es sind bestimmt 300, 400 Mädels, grob geschätzt jetzt. Ich mache die Liste nicht, aber also das ist wie viel? Fünffach, zehnfach? Wow, also, schon ein paar mehr, ja. Fünffach, ja. Fünffach. Und kann man das sagen, wie das prozentual verteilt ist? Metropolregion, wie viel Lu, wie viel Mannheim, wie viel Heidelberg? Kriegt man es in Heidelberg Speyer, überhaupt Worms, mit? Speyer, Worms, Neustadt. Birkenau, natürlich, klar. Aufpassen. Jetzt, echt, das habe ich die Statistik natürlich nicht im Kopf, aber... Aber vom Gefühl her, das reicht ja schon. Einfach so, wo sitzt denn die Kunst? Die sitzt überall. Also es gibt gute Filme von Ludwigshafen, also von überall, das kann man nicht so sagen. Ich glaube, aus Mannheim machen die meisten mit. Ludwigshafen, Heidelberg, Landau, also natürlich hier so Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg ist so der größte Pool. Nun seid ihr ein Festival, haben wir ja schon geklärt, und die Metropolregion Rhein-Neckar bezeichnet sich ja nun selbst seit 3 Jahren als Festivalregion. Das ist eine Initiative, die letztendlich am Ende aus 12 Festivals besteht, die da in erster Linie promotet werden als, ja, als Flaggenträger dieser Festivalregion. Wie ist das für euch? Ist das für euch ein Sog, der euch mitzieht, oder sagt ihr lieber, ja, boah, das sind die großen Etablierten und wir wären da eigentlich auch gern dabei, ganz vorne?
Naja, wir sind ja dabei. Also, ne. Ja, in der Region seid ihr dabei, ganz klar. Aber es gibt ja diese Vorzeigefestivals, die in der ersten Reihe stehen. Also wir sind da seid ihr definitiv nicht dabei. Doch, wir sind Vorzeigefestival, wenn man das noch ausweitet auf Deutschland, weil das Festival, was wir machen, das gibt es definitiv nirgends. Ja? Also, und das gibt's, also es gibt einen Haufen Festivals, wo man seine Filme einreichen kann, Jugendliche, es gibt einen Haufen Jugendfilmwettbewerbe und die sagen dann, okay, nehmen wir nicht. Und wir machen das nicht, weil wir 10 Monate wirklich intensive künstlerische Begleitung machen. Ja? Und also wir bemühen uns in der Zeit, Nachwuchsförderung zu machen. Und das gibt es definitiv nirgends. Und das ist ein Vorzeigeprojekt, was deutschlandweit gilt. Und ich glaube, dass wir auch irgendwie jetzt, also das hat man sehr stark gemerkt, im 5. Jahr, letztes Jahr, hier richtig gut angekommen sind. Das einzige Problem ist immer, dass das alle kennen mittlerweile, auch die wichtigen Leute von der Politik und der Wirtschaft und sagen immer alle, wunderbar, und es fließt halt noch nicht genügend Geld. Also das wollen wir unbedingt haben, aber da muss man sich noch ein bisschen bemühen und es wäre, ich fände, sowas darf man auch nicht irgendwie so sagen, klanglos wegen Finanzen so. Also, woher kommt das Geld, das ihr braucht, das im Moment fließt? Boah, wir haben so eine Latte an Sponsoren, aber so, jetzt darf ich natürlich nichts Falsches sagen. Das ist ja nicht mein Zuständigkeitsbereich. Du musst uns nur sagen, wenn Werbung kommt, dann gongen wir. Na, also von der Filmförderung Baden-Württemberg bekommen wir, von der Stiftung Medienkompetenz in Ludwigshafen. Zonta, die haben für uns einen richtig fetten Betrag irgendwie gesammelt und dann, also steht auf der Karte, also noch ganz viele, also Häppchen, so setzt sich das irgendwie zusammen. Und natürlich Stadt Mannheim, ganz wichtig, Kulturamt, ja, die haben Metropolregion, also jetzt komme ich schon ins Stocken. Also das wäre jetzt die Zeit, der richtige Zeitpunkt, einfach eure Webpage mal kurz anzusagen, damit die Leute selbst nachschauen können. www.girlsgomovie.de. Dankeschön. Ich habe noch eine Frage. Was passiert mit den Jungs in der Region? Haben die auch eine Chance, so Workshops zu machen? Also ich stelle mir jetzt vor, ich hätte da als Kind, glaube ich, auch Bock drauf gehabt und würde mich dann ausgegrenzt fühlen so ein bisschen. Gibt es sowas oder was hat euch bewegt, das für Frauen zu machen, für Mädels? Also es hat uns bewegt, für Frauen zu machen, weil definitiv in der ganzen Filmbranche die Frauen immer noch unterrepräsentiert sind. Also die machen, was weiß ich, irgendwo hinterm Vorhang. Ich meine, guckt euch an, oder? Ich sehe eine Frau, die hier, und die Technik, also uns geht es wirklich um die Technik, dass die Mädels einfach die Technik bedienen, dass die da keine Hemmschwelle haben, dass die schneiden, dass die... Jungs sind ja auch dabei, aber es geht definitiv darum, dass die Mädels die Chefinnen sind, ja, und dass die Idee von den Mädels kommt und dass sie es produzieren. Das heißt, die Mädels dürfen Jungs in ihren Teams mitbringen? Klar, wir grenzen niemand aus, nur insoweit, dass sie einfach mitmachen, ja, und die Mädels halt sagen, was sie wollen. Und im Übrigen, also was ich verstehe auch die Frage, dass man sich eventuell ausgegrenzt fühlen kann. Wir haben auch schon viele Anfragen gekriegt, wieso denn nicht für Jungs? Wir haben dieses Konzept. Wir haben definitiv dieses Konzept, das heißt Go Movie und das erschließt so BGM und GGM, Girls Go Movie, Boys Go Movie. Aber wir haben das Geld nicht bekommen. Ja? Also das ist alles und das ist alles in unseren Schubladen und das wartet eigentlich nur darauf, dass wir genügend Geld haben, um das zu machen. Weil es gibt genügend Potenzial auch an Männern. Also es wird dann wäre im Prinzip genau das Gleiche, was wir jetzt, also wir haben nur Dozentinnen, ja, die den Mädels alles vermitteln. So würden wir es genauso mit Jungs machen. Also an uns liegt es nicht, wir sind da total offen.